Felix Brüch stellt sich den Fragen der Journalisten nach erneutem Ärger rund um den Videobeweis. Auslöser ist sein Elfmeterpfiff gegen den ersten FC Köln in Mainz. Bei Sky legt der Schiedsrichter offen, was nach seiner Entscheidung passierte. Zitat: Ich habe nach Köln Kontakt aufgenommen und da wurde es mir mit den Worten Kontakt am Knie bestätigt. Ich habe auch mit dem Spieler gesprochen und der hat mir auch gesagt, es lag ein Kontakt vor. Dabei sei Pablo de Blasis, der vermeintlich Gefaulte, auch nach dem Spiel noch geblieben. Was Brüch danach sagt, ist ein erneutes Armutszeugnis für den Videobeweis und Videoassistent Tobias Welz. Zitat: Ich habe mir jetzt gerade die Bilder angeschaut und kann da keinen Kontakt erkennen. Konstantin Rausch, der gemeinsam mit Teamkollege Frederik Sörensen in die Elfmeterszene verwickelt war, sagte nach dem Spiel: Ich sehe die Situation gerade, es ist unglaublich, es ist eine klare Schwalbe, eine Situation, die richtig wehtut und die nicht zum ersten Mal vorgekommen ist.